Hey, was geht? Mach mal Kopfhörer zu. Und zwar habt ihr ja in meinem letzten Community-Tab abgestimmt, was ihr sehen wollt. Eine Reaction oder was anderes? Reaction hat gewonnen. Seht ihr ja hier. Sieht man gar nicht. So. Also, gucken wir mal. Wir gehen wir mal auf die 10 gruseligsten Entdeckungen, die meist gefunden worden sind. Von weiß heute nehme ich an. Ich sehe es auch nicht. Also, lass es mal loslegen. Bedeckt sind. Aufgrund des Klimawandels schmelzen die Gletscher und Eiskappen. Und während dies geschieht, finden Forscher manchmal gruselige Dinge unter dem Eis. Heute zeigen wir euch die 10 gruseligsten Entdeckungen, die im Eis eingefroren waren. Du bist neu auf diesem Kanal? Dann vergiss nicht, uns zu abonnieren und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Bevor wir anfangen, gib einen Daumen hoch. Ja, gib mir auch einen Daumen hoch. Nummer 10. 10. Wie ihr wahrscheinlich wisst, sind nur etwa 5% der Ozeane unseres Planeten entdeckt worden. Jüngste Forschungen haben gezeigt, dass es auch auf dem Saturnmond, einem Ozean mit einer hohen Konzentration von Wasserstoff, Methan und Kohlendioxid gibt. Interessant. Dieser wurde im flüssigen Gestein entdeckt, so wie er sich auch tief im Inneren unserer Erde befindet. Einige Wissenschaftler vermuteten daher, dass weit unter der Eishülle ein methanproduzierender Prozess stattfinden könnte. Dies würde sogar darauf hindeuten, dass es eine reale Möglichkeit gibt, dass auf dem Saturnmond Leben existiert. Sollte dies tatsächlich bewiesen werden können, hätte dies enorme Auswirkungen, denn es würde bedeuten, dass wir in dem riesigen Universum nicht allein sind. Glaubt ihr, dass Leben auf anderen Planeten... Alter, wer denkt, dass wir allein im Universum sind? Ja. Sind da bestimmt ein paar Leute. Ich glaube, die sind, glaube ich, genauso weit wie wir. Planeten existiert? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Nummer 9. Alligatoren tauchten vor etwa 37 Millionen Jahren auf der Erde auf. Man kann also mit Sicherheit sagen, dass sie wissen, wie man in allen möglichen Situationen und unter sehr unterschiedlichen Bedingungen überlebt. Es mag euch jedoch überraschen zu erfahren, dass diese kaltblütigen Reptilien eine sehr ungewöhnliche Überlebensmethode haben. Sie frieren nämlich ihren gesamten Körper ein, mit Ausnahme der Schnauze, die über die Wasseroberfläche ragt. Aber warum sollten sie das tun? Diese Methode wird Vereisung genannt und ermöglicht es ihnen, unter Wasser in einem sehr eisigen Zustand zu atmen. Wenn man sie so feststecken sieht, denken viele Menschen, dass die Alligatoren nicht mehr am Leben sind und dass sie einfach komplett eingefroren sind. Aber das ist nicht wahr. Das Einfrieren ist vergleichbar mit dem Winterschlaf eines Säugetiers. Diese Methode hilft den Reptilien, die Gefrierperiode zu überstehen. Klar. Nummer 8. Die Franklin-Expedition begann 1845 und hatte das Ziel, die Nordwestpassage zu durchqueren. Kanada, Dies gell? ist der Seeweg Ah. über das Polarmeer vom Atlantik zum Pazifik. Dies war nur durch die eisbedeckten arktischen Eingänge Kanadas möglich. Die Mannschaft der Expedition galt damals als die professionellste, doch nach 2 Monaten verschwand sie auf mysteriöse Weise. Bis 2014 gab es keine offiziellen Informationen, doch dann wurde das Wrack eines der Expeditionsschiffe, der Erebus, in 11 Metern Tiefe im gefrorenen Wasser gefunden. 2 Jahre später wurden weitere Wrackteile im Eis gefunden und 3 Jahre später erneut. Der Untergang des Schiffes blieb jedoch ein großes Rätsel, da die Wrackteile nicht an ihrem Platz waren. Schließlich entdeckte man, dass das Schiff weit entfernt von der Stelle gefunden worden war, an der es eigentlich gesunken sein sollte. Die Überreste des Schiffes, die dort gefunden wurden, schienen in der Zeit eingefroren zu sein. Tragisch. Einige Truhen waren sogar noch vollständig verschlossen. Die Kajüten sahen ordentlich aus und einige andere Teile sahen ebenfalls unberührt aus. Nummer 7. Im Jahr 2013 wurde angeblich eine Dinosaurierart in einem kanadischen Park gefunden. Dieser Dinosaurier ähnelte einem Flugdrachen und es wurde auch festgestellt, dass es sich um eine bisher unentdeckte Art handelte. Er hatte eine Flügelspannweite von 10 Metern und der Drache wurde Cryodracon boreas genannt. Das Drache. bedeutet so viel wie gefrorener Drache des Nordens. Es ist unglaublich, aber diese Kreatur war eines der allergrößten fliegenden Tiere in unserer Geschichte. Die Wissenschaftler fanden heraus, dass der Drache vor 76 Millionen Jahren lebte, während der Kreidezeit. Die Cool. Forscher wussten schon vor etwa 30 Jahren von dieser Art Flugsaurier, aber seine Existenz wurde erst 2013 offiziell bestätigt. Interessant. Nummer 6. Nummer 6. Wir sind immer sehr überrascht, wenn wir Tiere sehen, die größer sind, als sie sein sollten. Aber habt ihr schon einmal einen kolossalen Tintenfisch gesehen?
Im Jahr 2014 gaben Wissenschaftler bekannt, dass sie in der Antarktis am Südpol ein 350 Kilogramm schweres Riesenkalmarweibchen im Eis gefunden haben, das sogar Eier trug. Was euch aber noch viel mehr überraschen wird, ist, dass diese Tintenfische noch schwerer werden kann, bis zu 500 Kilogramm, und dass ihre Tentakel bis zu 4 bis 5 Meter lang werden können. Dieser cool. Tintenfisch hat 3 Herzen und 2 Augen, die sehr groß und besonders sind, weil er sie braucht, um alles in der dunklen Tiefsee zu erkunden. Dieser besondere Tintenfisch wurde nach Neuseeland gebracht und ist seitdem unter optimalen Gefrierbedingungen gut erhalten. Wenn ihr diesen Tintenfisch sehen möchtet, solltet ihr zum Te Papa Museum in Wellington reisen. Nummer 5. Sibirien ist noch lange nicht zu 100% erforscht, was vor allem an den extrem niedrigen Temperaturen dort liegt. Genau das macht diesen Ort so unberührt und einzigartig. Kürzlich wurde bekannt, dass Forscher dort einen gefrorenen Grabhügel gefunden haben, der die Überreste eines Skythenfürsten enthalten soll. Er enthält auch eine Reihe von Schätzen, die mit ihm begraben wurden. Okay. Es ist auch bekannt, dass das Monument etwa 3000 Jahre alt ist. Die Forscher haben es noch nicht gewagt, es zu berühren, weil sie sehr vorsichtig sein müssen, um das Grab nicht zu zerstören. Apropos Skythen, sie waren einst eines der tapfersten nomadischen Kriegervölker. Sie lebten von etwa 900 vor Christus bis 200 vor Christus und waren über ganz Sibirien verstreut. Sie hinterließen riesige Grabstätten, denn wenn die reichen Fürsten starben, begruben sie auch sie mit alten... Von denen hört man nicht so viel, gell? Aber interessant. Nummer 4. Gletschermädchen ist der Spitzname für ein Kampfflugzeug aus dem Zweiten Weltkrieg. Es mag euch überraschen, aber dieses Flugzeug lag mehr als 50 Jahre lang unter dem grönländischen Eisschild. Das Ganze ereignete sich 1942, als das Flugzeug aufgrund schlechter Wetterbedingungen auf dem Inlandeis notlanden musste. Glücklicherweise überlebten die Besatzungsmitglieder, aber das Flugzeug wurde zusammen mit etwa 5 anderen Jägern unter einer riesigen Schneeschicht begraben. Im Laufe der folgenden Jahrzehnte türmte sich eine 82 Meter dicke Eisschicht auf dem Flugzeug auf. Als das Flugzeug schließlich 50 Jahre später an die Oberfläche gebracht wurde, erhielt es den Spitznamen Glacier Girl. Es ist jedoch unklar, warum es diesen Namen erhalten hat. Wisst ihr es? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Gut. Nummer 3. Wir alle kennen den Film Ice Age, oder? Ah, ja. Darin kommen Mammuts, Säbelzahntiger, Faultiere und viele andere Tiere vor. Aber was ist mit dem Wolf in Ice Age? Vor einiger Zeit wurde in Kanada ein echtes Eiszeit-Wolfswelpen gefunden. Die Forscher entdeckten, dass dieses Jungtier etwa 57.000 Jahre lang im Permafrostboden Nordkanadas eingeschlossen war. Sein Name ist Sur, was in der Hähnsprache Wolf bedeutet. Diese Wolfsmumie ist sehr hilfreich, um das Gesamtbild der Tiere mit Eckzähnen zu zeichnen, die während der Eiszeit lebten. Den Forschungen zufolge handelt es sich bei dem Tier um ein nur 7 Wochen altes Weibchen, das ein sehr alter Vorfahre der Wölfe in Russland, Sibirien und Alaska ist. Darüber hinaus wäre diese alte Wolfsart wahrscheinlich auch ein Vorfahre unserer modernen Wölfe. Moderner Wolf. Nummer 2. Guter Name. Laboratorien sind Orte, an denen oft mit sehr gefährlichen Viren experimentiert und geforscht wird. In Science-Fiction-Filmen und Videospielen verwandeln diese Viren Menschen in Zombies. Vor kurzem fand ein Laborarbeiter in einer Einrichtung in Pennsylvania, USA, einige gefrorene Fläschchen mit der Aufschrift Pocken. In dieser Einrichtung wird an Impfstoffen geforscht und der betreffende Mitarbeiter fand die Fläschchen, als er dort eine Gefriertruhe ausräumte. Alle waren sofort sehr vorsichtig, denn wie wir alle wissen, sind die Pocken eine tödliche Krankheit, die glücklicherweise 1980 weltweit ausgerottet wurde. Denn Forschern zufolge gibt es keinen Grund zur Panik, da der Arbeiter Masken und Handschuhe trug. Aber stellt euch vor, dieses Virus würde wieder in die Welt hinausgeschickt werden. Ziemlich gruseliger Gedanke. Aber gibt Info schon dagegen, oder? Wenn du jemals etwas über Mumien gehört hast, hast Ötzi. Du wahrscheinlich auch schon von Ötzi gehört. Europas berühmtester Mumie. Fehlt die Mütze drüber. Eis und fanden heraus, dass der Mann vor etwa 5000 Jahren in den Alpen gestorben ist. Es ist jetzt 5000 Jahre her, dass Wissenschaftler seine Überreste gefunden haben. Besonders interessant ist, dass er tatsächlich auf natürliche Weise mumifiziert wurde. Der Wind, die Sonne und die eisige Kälte haben das bewirkt. Es wird angenommen, dass der Mann getötet wurde, da die Forscher mehrere Wunden an seiner linken Schulter fanden. Nachdem Ötzi, der Mann aus dem Eis, gefunden worden war, wurde er als Eismumie sofort zu einer weltweiten Sensation. Wenn du Ötzi heute sehen willst, kannst du ihn im Südtiroler Archäologiemuseum in Bozen, Italien finden. Ich will sowas nicht sehen. Habt ihr schon einmal etwas im Eis gefunden? Lasst es uns in den Kommentaren. Ja, Eis. Ja, das war's mit dem Video. Danke fürs Zusehen.
Was ihr Vorschläge habt, worauf ich reagieren mag soll oder so mal, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Bis dahin, tschüss. Warte mal, heute ist Mittwoch, gell? Morgen, bis morgen. Das war's.